Ja, also WikiLeaks gibt es seit 2006. Die Bezeichnung leitet sich ab aus dem, einerseits, was wir von, also hawaiianischen Wiki, was wir von Wikipedia her kennen, und zum anderen aus dem Begriff Leak, Loch, durch welches Informationen nach außen dringen. Ziel war ursprünglich die weltweite Veröffentlichung von nicht öffentlichen Dokumenten, unter Sicherung der Anonymität der Informanten, Whistleblower. Und die Idee war, ein bisschen das zu machen, was die Banken auch machen, sich dem Zugriff einer einzelnen Rechtsordnung zu entziehen, dadurch, dass man sich international aufstellt. Also dieses Cayman Island-Prinzip sozusagen, schwer angreifbar durch Internationalität und Intransparenz auch. Letztlich ist irgendwo die Intransparenz auch Teil des Konzepts, um halt die Angreifbarkeitsmöglichkeiten zu verringern, denke ich mal. Wichtige Fälle gab es jede Menge. Ich habe jetzt nur mal die in Deutschland bekanntesten aufgeschrieben. Da gab es eine Veröffentlichung eines Handbuchs aus Guantanamo. Es gab Geschichten in Kenia zur Korruption der Regierung, die auch zu politischen Umbrüchen da geführt haben. Es gab den Bankenskandal um den Julius Baer, wobei der Whistleblower, der Rudolf Elmer, sich zunächst auch an uns vom Whistleblower-Netzwerk gewandt hatte und wir dann auch nicht mit ihm klarkamen so recht, weil es einfach zwei bis drei Nummern zu groß für uns war und wir ihm dann auch empfohlen haben, zu WikiLeaks zu gehen. Das war eigentlich eine der ersten Geschichten, durch die WikiLeaks dann größere Bekanntheit erlangte, letztlich durch einen Streisand-Effekt, weil Julius Baer versucht hat, das Ganze rechtlich zu unterbinden. In Amerika das mal kurzzeitig auch zumindest Titel erlangt hat gegen WikiLeaks, die dann aber letztlich nicht durchsetzbar waren, weil das Ganze gespiegelt wurde und im Endeffekt auch diese vorläufigen Titel, soweit ich das weiß, wieder aufgehoben wurden. Was auch eine ganz spannende Geschichte ist, ist Island. In Island gab es, ja? Das Slide in groß. Ich kann den Dings irgendwie wegschalten. Ja, das war jetzt ist wohl nicht das. Ja. In Island gab es ja Leute bei der Kaufingbank, einer der drei großen Banken, die sich persönlich auch bereichert haben im Rahmen dieser Finanzgeschichten. Und das sollte eigentlich im isländischen Fernsehen ausgestrahlt werden. Und es gab dann aber unmittelbar vor der Sendung eine Unterlassungsverfügung gegen den Fernsehsender, woraufhin die Journalisten dann nicht den Beitrag ausgestrahlt haben, sondern nur als Standbild die Homepage von WikiLeaks veröffentlicht haben. Und das dann zu enormen Zugriffszahlen auch in Island führte. Und dann wiederum auch im Rahmen dieser Bankenkrise, die Island sehr, sehr stark getroffen hat, zu einer Veränderung der politischen Mehrheiten und zu einer Initiative, die heißt IMI, Icelandic Modern Media Initiative, wo es darum geht, zu versuchen, die besten Whistleblower-Schutzregelungen, die besten Medienschutzregelungen, also der Schwerpunkt ist eher auf Medien als auf Whistleblowing, international zusammenzuführen und in Island so ein Safe Haven für Data zu schaffen und auch das auch ökologisch nochmal zu verbinden durch die grüne Energie, die dann nutzen können über die Geysire und anderes. Und da gab es halt auch einen Beschluss im isländischen Parlament, wo die Regierung aufgefordert wurde, die Gesetze jetzt konkret zu entwickeln. Inwieweit das jetzt passiert ist, weiß ich nicht. Wir haben dann auch eine Stellungnahme abgegeben, also WikiLeaks hat eine Stellungnahme abgegeben, der Herr Hören von der Uni Münster hat eine Stellungnahme abgegeben, wir haben eine Stellungnahme zum Whistleblowing abgegeben, aber letztlich zumindest bei uns kein Feedback dann bekommen mehr vom isländischen Parlament. Ich glaube, das ist noch in der Beratung. Wenn jemand es besser weiß, möge er das oder sie mich korrigieren an der Stelle. Aber eine ganz, ganz spannende Geschichte, weil letztlich sich gezeigt hat, dass weltweit, ich denke mal selbst in Schweden, was ja immer auch als Beispiel genannt wurde, wobei unklar ist, ob WikiLeaks sich wirklich auf den Informantenschutz in Schweden derart berufen kann, wie sie das für sich in Anspruch genommen oder behauptet haben, weil der Julian Assange ja dann auch versucht hat, in Schweden eine Journalistenlizenz zu bekommen, die er nicht bekommen hat. Und das hat ja dann auch andere Effekte gehabt. Ja, dann ein weiteres Beispiel, wo es dann auch erstmals oder einer der frühen Fälle zu einer Kooperation mit Medien kam, war die Toll-Collect-Verträge.
Das sind also die Verträge zum Betrieb des Toll-Collect-Systems, des Mautsystems auf den deutschen Autobahnen. Und da gab es eine Kooperation zwischen WikiLeaks und dem Stern, insbesondere dem Hans-Martin Tillack, die dann der Stern wohl eine Veröffentlichung versprochen hat und WikiLeaks da nicht genau aufgepasst hat und da nachher etwas sauer darüber war, dass der Stern das Ganze nur auf der Website vom Stern.de veröffentlicht wurde und nicht im Magazin selbst. Was dabei auch ein Punkt war, denke ich, es zeigt, wie unsinnig und nicht hinreichend unser IFG, das Informationsfreiheitsgesetz, ist, weil nämlich diese Toll-Collect-Verträge wurde vorher versucht, auch über das Informationsfreiheitsgesetz ranzukommen. Und das ist nicht geglückt, die Prozesse liefen also noch, während die Verträge dann bei WikiLeaks auftauchten. Ein ähnliches Spiel haben wir ja hier in Berlin dann später mit den Wasserverträgen gehabt, die dann in der Taz auftauchten, während gleichzeitig auch noch versucht wurde, den gesetzlichen Weg zu gehen. Es zeigt also, dass da sowohl was Fristen als auch was Ausnahmeregelungen und Umsetzbarkeit und so angeht, durchaus noch einiges im Argen liegt. Neueres deutsches Beispiel waren dann die Love Parade-Dokumente. Das ist jetzt historisch nicht ganz korrekt, weil die anderen Sachen teilweise früher waren, die noch kommen. Aber von den deutschen Sachen her halt, wo halt Dokumente aus Duisburg, aus den Beratungen dann offengelegt wurden in WikiLeaks und man sehen konnte daran, dass also sehr früh auch schon Leute erhebliche Bedenken hatten hinsichtlich des Zugangstunnels und der Art, wie Personen auf das Gelände geschleust werden sollten, wie viele Leute da drauf sollten und denen nicht Gehör geschenkt wurde. Und das ist eigentlich das Grundproblem vom Whistleblowing auch nochmal da illustriert, dass halt idealerweise ja den Leuten vorher Gehör geschenkt wird und die Sachen sachgemäß geprüft werden und nicht politische Interessen, wie das im Fall Love Parade wahrscheinlich der Fall war. Das Ding musste halt gemacht werden, es war ein großes Prestigeobjekt und dann hätte man vorher wahrscheinlich noch gesagt, koste es, was es wolle, was es gekostet hat, hat man dann hinterher gesehen. Ja, international war der Durchbruch ein Bekanntheitsgrad für WikiLeaks wahrscheinlich das Collateral Murder Video, wo also ein Hubschrauberangriff im Irak von der Bordkamera mit Original-Ton dann auch präsentiert wurde. Und da kann man dann auch wirklich sagen, präsentiert wurde, weil WikiLeaks da auch das Prinzip irgendwo verlassen hat, reine Dokumente zu veröffentlichen oder auch dieses Video einfach als solches ins Netz zu stellen. Das haben sie wohl auch gemacht. Aber das Bekanntere, was sie auch stärker vermarktet haben, war dann eine editierte Version, in der dann halt ein Vorspann dabei war und eine Einordnung auch stattfand. WikiLeaks hat auch selber, der jetzige Sprecher der zweite Mann jetzt von WikiLeaks, der Isländer, dessen Name ich jetzt nicht ganz aussprechen kann, der hat auch wohl im Irak dann recherchiert zu diesem Video und die haben das dann halt auch aufbereitet und auch dann noch Hervorhebungen gemacht und. Und das war dann halt Ostern diesen Jahres ein großer publizistischer Erfolg. Wichtig ist dieses Video insoweit auch, als wohl ziemlich klar ist, dass zumindest die Information aus diesem Video vorher bei Medien bekannt war und wohl auch bei Reuters bekannt war, die da ja auch einen Journalisten oder zwei bei der Nummer verloren haben und die es trotzdem nicht veröffentlicht haben. Also das zeigt eigentlich, dass WikiLeaks letztlich irgendwo auch eine Reaktion ist auf die Tatsache, dass wir statt investigativem Embedded Journalism sehen. Und das es von daher halt auch dringend notwendig ist, da alternative Kanäle zu haben. Zuletzt oder im Lauf des Sommers gab es dann die Protokolle die Kriegsberichterstattungsprotokolle aus Afghanistan und dem Irak und zuletzt jetzt auch die US-Diplomaten-Depeschen. Bei all dem handelt es sich wahrscheinlich um Downloads aus derselben Datenbank, wo halt diese Informationen alle zusammengeführt werden. Und in allen drei Fällen hat WikiLeaks mit unterschiedlichen Medienorganen zusammengearbeitet, also mit ganz etablierten Medien, zum Beispiel dem Spiegel in Deutschland, der allerdings sehr wenig im Prinzip aus den Geschichten gemacht hat, vor allen Dingen bei den Afghanistan-Geschichten, nachher wurde es dann ein bisschen mehr, was die Aufarbeitung angeht, mit dem Guardian aus London, die das sehr schön auch IT-mäßig aufbereitet haben, indem sie das Geotagging und so genutzt haben
ja, dann kamen halt auch schon einige Dinge bei raus, was Vergehen der Amerikaner angeht, insbesondere auch im Irak. Zum Beispiel die Überstellung von Gefangenen an die irakischen Behörden, die dann auch da gefoltert wurden und ähnliche Dinge. Und dann halt die US-Diplomaten-Depeschen, wobei ich da halt interessant fand zu sehen, also bei Afghanistan kann man vielleicht auch noch sagen, war dann auch das erste Mal, wo die Diskussion hochkam, darf WikiLeaks, soll WikiLeaks wirklich alles veröffentlichen. Also da war dann sehr schnell der Punkt, dass die amerikanischen Spitzengeneräle sich vor die Medien begaben und meinten, WikiLeaks vorwerfen zu müssen, dass WikiLeaks Blut an ihren Händen hat. Wobei das dann wahrscheinlich genau die Richtigen waren, die das WikiLeaks dann vorwarfen. Dazu muss man sagen, dass das WikiLeaks an, ich glaube, das war Afghanistan, an der Stelle auch Dokumente zurückgehalten hat zum ersten Mal. Es gab also wohl insgesamt 91.000 und 76.000 haben sie veröffentlicht, oder es gab 76.000 und 15.000 haben sie nicht veröffentlicht. Zahlen habe ich jetzt nicht ganz genau im Kopf, ich war ja jetzt auch nicht ganz vorbereitet. Jedenfalls hatte WikiLeaks halt gesagt, okay, diese 15.000 Dokumente sind vermeintlich die, die die kritischsten Informationen enthalten, was das Offenlegen von afghanischen und anderen Informanten angeht, die dabei auch zu Schaden kommen könnten. Und deswegen veröffentlichen wir die nicht, haben dann aber wohl übersehen, dass auch in den Dokumenten, die sie veröffentlicht haben, durchaus auch Namen zu finden waren, beziehungsweise Beschreibungen zu finden waren, die so eindeutig waren, dass sie sehr schnell auf den Namen auch zurückgeführt werden konnten. Und Assange hat dann auch gesagt, ja, sie wollen in Zukunft auch eher darauf achten, diese Sachen zu entschärfen. Das war also das erste Mal, dass halt WikiLeaks von der Position abging, zu sagen, wir veröffentlichen alles. Sie hatten also vorher zum Beispiel auch von der rechtsradikalen Partei in Großbritannien Mitgliederlisten veröffentlicht, wo also man ja auch durchaus streiten kann, ob das nicht personenbezogene Daten sind und wo dann jetzt der Unterschied zwischen Privacy und Public Data ist. Und das mag dem einen bei den rechtsradikalen Daten weniger schmerzen, wenn es eine Liste von Antifaschisten wäre, wäre die Empörung auf der anderen Seite wahrscheinlich dafür umso größer. Also da muss man sich halt auch überlegen, und da möchte ich vielleicht auch mit euch drüber diskutieren gleich mal, was sind da eigentlich geeignete Maßstäbe, gibt es die überhaupt? Bei den US-Diplomaten-Depeschen fand ich noch ganz spannend zu sehen, wie das dann auch eingezäunt wurde, dass also zur Spiegel insbesondere, aber auch eigentlich die anderen Leitmedien auch, die Geschichten aufgemacht haben mit Personality Stories. Also da war, in der Spiegeltitel waren halt nur Gesichter und dann jeweils so ein kerniger Satz, der sich in den Depeschen über die jeweiligen Leute fand. Und das, die eigentlichen Hintergrundgeschichten, also wie zum Beispiel, dass Hillary Clinton angeordnet hat, die UN-Diplomaten zu überwachen und biometrische Daten über die zu erheben und solche Dinge, oder die Zusammenarbeit mit den Golfstaaten, dass die erst dann im Innern auftauchten, beziehungsweise teilweise auch gar nicht auftauchten. Und mittlerweile ist es so, dass WikiLeaks regelmäßig, täglich im Prinzip neue Dokumente stückchenweise veröffentlicht. Also vor 2 Tagen waren es irgendwie 1.900 etwa von 251.000 Dokumenten. Das ist also die klassische Medientaktik, der Salamitaktik, eine Geschichte lange am Kochen zu halten, immer wieder scheibchenweise zu veröffentlichen, ist also auch das, was WikiLeaks jetzt im Moment macht. Und sie redigieren die Dokumente auch. Es gibt auch teilweise Dokumente unter meinparteibuch.com zum Beispiel, gibt es Dokumente, die aufgetaucht sind in ihrer nicht redigierten Fassung, und das sind auch Dokumente, die bei WikiLeaks mal veröffentlicht waren und nicht mehr veröffentlicht sind. Also das sind auch teilweise Sachen, wo man dann wirklich in Frage stellen kann, inwieweit WikiLeaks noch an der ursprünglichen Philosophie festhält. Sind dazu jetzt erstmal vielleicht Fragen zu diesem ersten Slide oder? Gibt es da Diskussionsbedarf? Sonst mache ich weiter. Warte mal auf dem Mikro. Generelle Frage vielleicht mal zu diesem Island-Thema. Wie ist denn eigentlich die Internetanbindung von Island? Kann man die auch einfach irgendwie abklemmen oder so?
keine Ahnung, ich bin kein Techniker, aber ich denke mal, Island ist eine Insel und da wird es ein paar große Unterseekabel hin und zurück geben. Ich weiß nicht, ob alle Transatlantikverbindungen über Island laufen, glaube ich eher nicht. Insoweit wird es da Abzweigungen geben, die man im Zweifel auch abklemmen kann, wenn man sie abklemmen will. Weil gerade wenn man so den Anspruch dann haben will, so sicherer Hafen für Daten, wäre das vielleicht auch durchaus ein Thema, dann was wichtig ist. Ja, wobei das natürlich dann auch politisch natürlich schon eine Frage ist, ob sich das die freie Welt leisten kann, Island abzuklemmen, wirklich in dem Maß. Aber es gibt noch eine andere Bedrohung, die heißt Europäische Union. Also Island will ja wohl in die EU und insoweit wird da auch sicherlich ein gewisser Anpassungsdruck entstehen. Vielleicht ja auch in die andere Richtung, aber ziemlicher Sicherheit auch in Richtung Island. Ich glaube, da hinten war noch Frage. Also nur kleine Korrektur zum Mautvertrag. Also zumindest mein Prozess war damals abgeschlossen. Es ging ja darum, 12.000 Seiten umfasste dieser Vertrag. Und ich erhielt ja auch als Abgeordneter keinen Einblick, sondern nur in 4 Blätter dieser 12.000, also den vorderen beiden Deckblättern und den hinteren beiden Deckblättern. Begründung waren die Geschäftsgeheimnisse, einmal des Verkehrsministeriums und zum zweiten des Mautkonsortiums, also Daimler, Telekom und Co., und dieses tagende Schiedsverfahren. Jetzt muss man nur feststellen, dieses Schiedsverfahren hat ja nie wieder stattgefunden. Seit 2 Jahren warten wir jetzt auf Schiedsverfahren, also genau auf die Begründung, warum man Einblick in die Akten verweigert. Und da stelle ich eben fest, dass dieses leider auch WikiLeaks nicht richtig interessiert, dass es also ein Teil ist wie in der Tagespresse, einen Skandal und am nächsten Tag zum nächsten. Ich würde mich einfach mal fragen, wie kann man auch dieses nachhaltiger machen, dass man auf einen solchen Skandal, ja, dass im Grunde genommen die ursprüngliche Begründung, die schon skandalös genug ist, warum man nicht Einblick nehmen kann, aber auch nach Jahren immer noch gilt im Grunde genommen. Das heißt also, wie könnte man es schaffen, dass auch WikiLeaks solche Dinge mal wieder aufwärmt, in Anführungszeichen, wie du selbst sagst, scheibchenweise, um dann auch hier Nachhaltigkeit zu entziehen. Also damals, wie gesagt, landete eben zufällig eine CD mit dem Vertrag in irgendeinem Briefkasten, ganz zufällig nach Ende meines Prozesses. Aber es ist dann nichts mehr draus gekommen, außer Heise und ein bisschen Stern, wie du sagst es. Also Nachhaltigkeit würde mich interessieren. Ja, hätte ich auf die Frage nur eine Antwort, ne? Also erstmal vielen Dank für die Korrektur, Herr Taus. Und das ist genau das Problem. Ich meine, man kann vielleicht jetzt mal überlegen, ob das nicht auch eine Anzeige wegen Untreue rechtfertigt, wenn dieses Schiedsverfahren nicht mehr weitergemacht wird. Also da geht es ja letztlich um die Nicht-Eintreibung von öffentlichen Mitteln und das wäre eventuell schon noch eine Möglichkeit, das Ganze nochmal in die Öffentlichkeit zu bringen. Aber das Problem ist halt, dass letztlich unser aller Aufmerksamkeit begrenzt ist und wir uns nur um bestimmte Themen kümmern. Die Medien leider Gottes immer dieselbe Sau durchs Dorf treiben, das ist wöchentlich eine andere, vielleicht auch täglich eine andere und dabei ganz viele Geschichten in den Hintergrund verfallen und das sehen wir ja auch in unserer Arbeit jetzt vom Netzwerk, deswegen wir auch die Ausstellung machen, dass wir halt versuchen, auch diese kleinen Fälle zu dokumentieren, weil gerade an diesen kleinen Geschichten auch ein System eher deutlich wird nochmal, dass halt viele Leute irgendwo auf Missstände stoßen und dann gerade auch von der Justiz nicht sonderlich pfleglich behandelt werden, sondern letztlich diese Rechtsstreite mehr zu psychischen Schäden und finanziellen Schäden bei denjenigen führen, die sie betreiben, als zu Erfolgen. Ein anderes Beispiel, was IFG angeht, es gab ja in Deutschland auch den Versuch, an die irische Klage dran zu kommen, zur Vorratsdatenspeicherung. Das wurde ja auch übers IFG gefahren, weil die Bundesrepublik die ja zugestellt bekommen hat, also die erste irische Klage vor dem EuGH. Und das führte ja auch nicht zum Erfolg. Ich habe dann unter dem 1049/2001 Verordnung der Europäischen Union einen Antrag auf Dokumentenzugang gestellt und habe das in der Tat bekommen und das dann an den AK-Vorrat auch weitergeleitet. Dazu muss man aber dann wissen, dass ich da später nochmal versucht habe, an Dokumente von Gerichtsverfahren dranzukommen und dass zwischenzeitlich der Lissabon-Vertrag in Kraft getreten ist. Und dass die EU mir dann gesagt hat, also die Europäische Kommission mir mitgeteilt hat, ja seit Inkrafttreten des Lissabon-Vertrages hätte ich kein Recht mehr auf Dokumente zuzugreifen, die beim Gericht verfügbar sind oder weil ich mich nämlich dann ans Gericht wenden müsste. Weil der Europäische Gerichtshof seit neuestem jetzt in die Informationsfreiheit
oder Dokumentenzugangsrecht nach EU-Recht eingebunden ist, das vorher nicht der Fall war, sagt die Kommission, ja, jetzt sind wir subsidiär und ich muss mich an den EuGH halten. Es gibt aber kein Ausführungsgesetz dazu, dass der EuGH die Dokumente rausgeben muss. Insoweit kann man das vielleicht auch mal konfrontieren mit dem, wie der Lissabon-Vertrag als Ausweitung von Transparenz verkauft wurde. Und da sieht man auch wieder ein Beispiel für die Diskrepanz zwischen öffentlicher Information im Sinne von Posting von Informationen durch Regierung und Mächtige und das, was wirklich dahinter steckt, was eben nicht kommuniziert wird und was die Medien leider Gottes auch viel zu selten aufgreifen. Noch Fragen? Ja, ich wollte noch etwas anderes, und zwar auffällig bei der bei den WikiLeaks-Veröffentlichungen war ja, also die Vereinigten Staaten betrafen, dass die Reaktion, also das Collateral Murder Video war noch so, naja, die Reaktion irgendwie, naja, Krieg, passiert sowas. Und dann gab es die Kriegsberichtsprotokolle und dann die Diplomatendepeschen. Und es ist übergekocht bei den Diplomatendepeschen. Hast du Überlegungen dazu, warum das gerade da passiert ist? Also ich persönlich würde jetzt eher erwarten, dass es bei den Kriegsberichtsprotokollen problematischer wäre. Oder ist einfach eine Sache so, dass sie gemerkt haben, es hört nicht mehr auf? Eine Erklärung steht da tropfen und irgendwann läuft das Fass halt über. Erklärungsversuch. Zweiter Erklärungsversuch, ja, das sind ja jetzt auf einmal unsere eigenen Daten. Also dieser Krieg, wenn da irgendwelche Militärleute mal so eben ein bisschen was aus dem Feld quasi berichten, hat das ja vielleicht doch nicht ganz die Relevanz, obwohl jeder einzelne Vorgang natürlich auch wichtig sein mag, aber ansonsten nicht die Brisanz und ist nicht so nah dran an der Politik, wie wenn die ihre eigenen Dokumente und ihren Diplomatenaustausch auf einmal in den Medien sehen. Ich denke, dass diese Faktoren eine Rolle spielen und dass halt das Feld irgendwo auch ein bisschen mehr vorbereitet war. Die haben das ja auch geschickt dann angekündigt und man rechnete schon mit dem nächsten Scoop, genau wie das jetzt im Moment der Fall ist, was die Bank of America angeht. War ja nicht ganz klar, ob es die Bank of America ist. Dann. Ist noch nicht ganz klar, aber es gibt ja doch einige Anzeichen, die in die Richtung deuten im Moment. Ja. Gut, dann mache ich mal weiter. Whistleblowing und WikiLeaks. Also was ist der Unterschied? Zunächst mal sind bei beiden in der Regel Insider, weil Insider nun mal diejenigen oder Whistleblower diejenigen sind, die Informationen haben, die kritisch sind. Und gut, wenn man natürlich eine Datenbank hat, auf die man Millionen von Leute zugreifen lässt, gibt es ganz viele Insider. Typischerweise gibt es eher weniger. Der Unterschied ist weiter, dass WikiLeaks eigentlich immer nur öffentlich machen will oder den Anspruch hat zumindest. Das heißt, es ist letztlich immer auf der letzten Eskalationsstufe, während Whistleblowing typischerweise auf der niedrigschwelligeren Ebene internes anfängt. Whistleblowing kann sich auf Informationen jeder Art beziehen. Also der Rohstoff von Whistleblowing ist eigentlich die Information, während es bei WikiLeaks von der Idee her ja das Dokument ist. Das heißt, es gibt ganz viele Informationen, die nicht in Dokumenten niedergeschrieben sind und insoweit nicht WikiLeaks tauglich sind in dem jetzigen Format. Gut, Film ist nochmal was anderes, aber jedenfalls gibt es da eine gewisse Diskrepanz. Whistleblowing kann offen und anonym stattfinden. Bei WikiLeaks ist der Ansatz erstmal Anonymität, wobei es ja, wie Elmar zeigt, auch Fälle gibt, die halt offen dann auch gearbeitet haben. Der Schutz kann deswegen bei WikiLeaks letztlich nur durch zwei Mechanismen, einmal durch Anonymität, also der Whistleblower ist nicht bekannt, stattfinden, wobei man da ja auch im Fall Manning gesehen hat, dass es da auch ganz unterschiedliche Faktoren gibt, dass man auch bedenken muss, dass da ein enormer psychischer Druck auf die Person des Whistleblowers existiert. Weil selbst wenn alles perfekt funktioniert, selbst wenn das alles technisch geheim gehalten werden kann und niemand das aufdecken kann, besteht immer noch das Risiko, dass er sich selbst verplaudert oder enttarnt. Und das kann man natürlich jetzt als Dummheit bezeichnen, aber auf der anderen Seite kann sich jeder ja mal in die Situation versetzen, dass das, was er geleakt hat, überall in der Weltpresse ist und er mit niemandem inklusive seiner Familienangehörigen nicht darüber reden darf. Und da entsteht, denke ich, schon ein ziemlicher Druck. Und sodass für uns halt WikiLeaks oder so ein Anonymitätsportal letztlich nicht die Lösung sein kann. Warum zum Beispiel, wenn man sich die ARD und ZDF-Magazine anguckt, warum müssen die Leute, die auspacken, immer im Dunkeln sein? Warum sind wir eine Gesellschaft, in der diejenigen sich verstecken müssen, die die Wahrheit sagen?
Ja, dann WikiLeaks funktioniert halt durch öffentlichen Druck und hat gleichzeitig auch diese Begrenzung. Die können halt im Prinzip nur ein paar Themen dann auch so am Kochen halten, was wir eben angesprochen haben, mit der Salamitaktik so pflegen, dass es weiter köchelt, dass da auch Druck passiert. Wobei der Druck ja zumindest in den USA derzeit noch nicht so stark ist, dass es wirklich massive Veränderungen dadurch gab, ja zumindest nicht in die von WikiLeaks gewünschte Richtung. Also ich denke, WikiLeaks hat letztlich auf jeden Fall die richtige Grundidee, dass Transparenz nötig ist, um Korruption und andere Missstände aufzudecken. Es gab viele Highlights. Das größte Plus ist, dass das Thema überhaupt die Aufmerksamkeit bekommt mittlerweile, die es vorher nicht hatte. Und letztlich zeigt es das Grundproblem der Unmöglichkeit von Geheimnissen. Also man hat irgendwo die Wahl, aus meiner Sicht, entweder zwischen Chinese Wall und Zensur bis zum geht nicht mehr oder irgendwo damit leben zu müssen, dass es keine Geheimnisse gibt und dass jede Information potenziell allen zugänglich ist. Und es ist sowohl technisch schwierig, da eine Ebene dazwischen zu ziehen, als auch rechtlich. Rechtlich versucht das IFG ja zum Beispiel, was öffentliche Daten angeht, aber wie Herr Taus schon richtig sagte, ist da ja zum Beispiel sämtliche Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind eigentlich ein Ausschlussgrund zur Veröffentlichung. Und das kann ja nicht sein. Wobei man da auch nochmal sehen muss, warum, was für mich auch ein ganz wichtiger Punkt ist, warum genießen juristische Personen diesen Grundrechtsschutz in dem Maße? Also ich denke, man muss einfach unterscheiden zwischen einer natürlichen Person, auch wenn sie sich im Wirtschaftsleben bewegt, aber erst recht, wenn sie sich nicht im Wirtschaftsleben bewegt, und einer juristischen Person. Eine juristische Person zeichnet sich typischerweise dadurch aus, dass sie zwei Privilegien hat. Das eine Privileg ist ihre Existenz. Sie existiert nur aufgrund der Rechtsordnung. Das zweite Privileg sind Haftungsfreistellungen. Und im Moment sind wir so aufgestellt, dass sie für diese Privilegien keinerlei Gegenleistung erbringen muss im Wesentlichen. Und Öffentlichkeit wäre zum Beispiel eine Gegenleistung oder begrenzterer Schutz von Geheimhaltung wäre eine Gegenleistung, die aus meiner Sicht zwingend notwendig wäre, um diese Auswüchse, die wir von juristischen Personen sehen und Verschachtelungsmöglichkeiten, Geheimhaltungsmöglichkeiten und so weiter zu begrenzen. Das ist aber auch ein Thema, was meines Erachtens nach sehr wenig diskutiert wird. Zu den Problemen von WikiLeaks nochmal zurückzukommen. Meines Erachtens nach ist es ein Problem zu sagen, Anonymität ist der Schutz, weil dadurch auch die Personen irgendwo nicht als Vorbilder taugen. Also es ist nun mal gesellschaftlich, wenn man kulturelle Änderungen haben will, auch wichtig, sich an Vorbildern orientieren zu können und möglichst auch Vorbilder, die nicht nur Opfer sind. Und wenn die Leute in der Anonymität verharren, können sie sich A nicht wehren, sie können nicht zusätzliche Informationen kommunizieren oder nur sehr schwer. Also bei WikiLeaks gibt es zum Beispiel, soweit ich es weiß, keinen offiziellen Rückkanal. Und ja, es gibt halt niemanden, an dessen Beispiel man sich orientieren kann, was ich einen ganz wichtigen Punkt finde. Durch diese Öffentlichkeitswirkung, hatte ich ja eben schon einiges zu gesagt, geht es halt auch sehr in medientechnische Aufbereitung und Skandalisierung. Und eine strukturelle und tiefergehende Analyse bleibt dabei eigentlich auch öfters auf der Strecke, beziehungsweise das Problem ist einfach auch ein Ressourcenproblem. Heißt das Sekunden oder Minuten? und das ist vielleicht auch noch eine Antwort auf das, was Herr Taus eben gefragt hat. Wie können die Ressourcen organisiert werden? Wer soll das bezahlen, kann man auch sagen. Und braucht es einen Herr Assange, der dann seine Story vermarktet, um damit WikiLeaks zu finanzieren? Oder müsste WikiLeaks oder andere Leak-Portale nicht auf eine solidere, vielleicht auch transparentere finanzielle Basis gestellt werden? Womit wir dann auch schon beim Problem Accountability sind. WikiLeaks hat so einiges behauptet und letztlich kann man dem vertrauen oder man kann es auch lassen, dem zu vertrauen. Aber es gibt keine Möglichkeit zu validieren, wie zum Beispiel die Geheimhaltungsprozesse bei WikiLeaks funktionieren und inwieweit technisch die Anonymität wirklich sichergestellt wird. Es gibt keinen offenen Schlüssel oder eine Offenlegung der Anonymisierungstools, der sonstigen Prozeduren. Es gab, sobald angetestet wurde, sei es in Belgien, sei es in Schweden, durchaus berechtigte Fragen, ob WikiLeaks da wirklich auch dem gesetzlichen Schutz unterfällt. Also das sind alles
Fragen, die andere Portale und auch die Frage, welche Informationen, was ist unsere Basis, was veröffentlichen? Veröffentlichen wir alles oder wie wir es bei WikiLeaks im Moment sehen, gehen wir immer mehr davon ab, alles zu veröffentlichen, sowohl was den Zeitpunkt als auch was die Schwärzungen angeht. Ja, wie geht's weiter? Also ich denke, der Geist ist aus der Flasche und den bekommt man hoffentlich auch nicht mehr da rein. Und der Geist ist letztlich jener der Aufklärung. Also es geht einfach darum, dass Aufklärung heute technisch nochmal anders möglich ist, Informationen durch das Internet Gott sei Dank breiter gestreut werden können und jeder im Prinzip ja auch die Möglichkeit hat, jede Information auf seiner Webseite verfügbar zu machen, rein technisch gesehen jetzt erstmal. Und was wir sehen, und das können wir ja gerade schon beobachten, dass immer mehr Angebote entspringen und entstehen. Und letztlich wird es aus meiner Sicht darauf ankommen, hier, wie dieser Marktprozess weitergeht. Es ist ein freier Markt und es wird sich der durchsetzen, der das beste Angebot macht und den größten Nutzen bietet für die Betroffenen. Und da sehe ich eigentlich drei Zielgruppen. Einmal die Whistleblower. Also wer kann dem individuellen Whistleblower den besten Service bieten, im Sinne von, was will der Whistleblower? Er will einen Impact, er will eine Änderung erreichen können und er will die erreichen können, ohne dass er Schaden dabei nimmt. Sprich eventuell durch Anonymisierung oder durch genügend öffentlichen Druck, der verhindert, dass er Schaden nimmt. Und er will vielleicht auch sowas wie Transparenz des Prozesses, will wissen, was passiert denn mit meinen Dokumenten, will sicher sein, dass sie dann auch wirklich veröffentlicht werden und nicht irgendwo in der Datenbank bei WikiLeaks liegen bleiben, dass sie in einem Umfeld veröffentlicht werden, mit dem er auch einverstanden ist, dass sie also nicht jetzt irgendwie gegen ihn gedreht werden oder in einem Portal mit irgendwelchen Verschwörungstheorien zusammen auftauchen. Und er will vielleicht auch Kontrolle haben bis zum Schluss. Das heißt also, die Frage, hätte Bradley Manning in einem anderen Portal vielleicht irgendwann sagen können, so, aber die Diplomaten-Depeschen jetzt bitte nicht mehr veröffentlichen, weil mittlerweile der Verdacht besteht, dass ich die geleakt habe und mir das vielleicht noch ein paar Jährchen mehr einbringt. Dann haben wir die Medien. Also wenn wir denn sagen, wir sind nicht in der Situation und die sehe ich im Moment noch nicht, dass das Internet selbsttragend ist und genügend Power hat, dass die Leute sich daraus informieren und die Massen auch dadurch erreicht werden können. Und das ist ja WikiLeaks letztlich, die sagen, nee, das können wir nicht, wir brauchen die klassischen Medien als Transporteure, dann muss man auch denen was anbieten können. Und dann muss man immer sehen, das muss besser sein als die Alternative. Wir haben jetzt die WAZ und die TAZ, die versuchen, eigene Portale aufzustellen, auch andere Journalisten vielleicht. Also wo ist eine Leak-Plattform besser, als was bietet die denn für einen Vorteil gegenüber klassischen Medien, selber was aufzubauen? Und dann ist halt auch noch die Frage, wer bringt den meisten Nutzer für die End-User? Also wo werden die Benutzer sich informieren? Werden die das nach wie vor in den klassischen Medien tun, die sie ohnehin beziehen und regelmäßig reingucken? Oder sind die bereit, in irgendwie 50, 100 anderen Portalen ihre Sachen zusammenzusuchen? Oder wird es sowas wie Meta-Leaks geben, wo dann verschiedene Leaks spinnen oder so, sind ja Ansätze dazu, wo dann verschiedene Leak-Portale zusammengefasst werden, wo dann wiederum technische Tools draufgesetzt werden, die einen schnellen Zugang ermöglichen? Das ist ja auch das Problem, wie komme ich schnell an die Information, die für mich relevant ist, Sachgebietsverzeichnisse, regionales Geotagging, was immer, um halt wirklich dann auch den sozusagen ein Matching herzustellen zwischen dem Problem und seiner Verbreitung und den Leuten, die es an der Stelle auch interessieren könnte. Ja, das sind halt so Gedanken und eine Antwort habe ich letztlich noch nicht. Deswegen höre ich jetzt einfach mal auf und stehe für Fragen gerne noch zur Verfügung. Ja, vielen Dank. Ach, wir haben schon die Auskunft. Ja, der Punkt ist, was mir auch von den Diskussionen mit Freunden oft als Kritikpunkt genannt wird, wer verifiziert die Echtheit von Dokumenten, die da angeblich geleakt werden? Ist eigentlich hervorragend, gerade wenn das sich kulturell weiterentwickelt, ja auch hervorragend, um Leute zu diffamieren gegebenenfalls oder
halt einfach Blödsinn da zu posten, der gut echt aussieht. War ja auch die Forderung, glaube ich, im letzten Beitrag, es muss einfach alles veröffentlicht werden, ohne Filterung und alles. Nur hatte da einfach die Diskussion darum, wer hat ein Auge drauf, ob das überhaupt stimmt, was da geleakt wird. Und ja, einfach so als generellen Gedankengang. Ja, du hast ja das Problem, dass du einerseits möglichst viele Informationen brauchst aus dem Dokument, um seine Echtheit verifizieren zu können, und andererseits jede Information, die in dem Dokument drin ist, auch den Absender verraten kann. Und wir haben ja im Moment noch nicht so viel Watermarking in den Dokumenten. Wahrscheinlich ist das nur in ganz geringen Kreisen verbreitet. Aber das sind ja auch Technologien, die sich weiterentwickeln, sodass man auch in Zukunft darauf achten muss, was in den Dokumenten dann quasi an verborgenen Zeichen drin ist, die den Rückschluss auch auf den Inhaber, ursprünglichen Inhaber erlauben. Ne? Und ansonsten halt Transparenz, was wird mit dem Dokument gemacht, wer macht was wann, wer hat dazu drauf Zugriff, das sind ganz wichtige Informationen und die haben wir im Moment nicht, bei keiner der Plattformen. Ich habe noch zwei Fragen, eine anschließend an den gestrigen Vortrag, da hat man sich ja über den bedauernswerten Zustand des Arbeitsrechts in Bezug auf die Whistleblower zu Recht wohl auch beklagt. Nun hat man es ja da mit unbestimmten Rechtsbegriffen zu tun, beispielsweise Treuepflicht des Arbeitnehmers, beispielsweise wichtiger Grund zur außerordentlichen Kündigung. Ist denn da schon mal versucht worden, insbesondere mit den hauptamtlichen Richtern der Arbeitsgerichtsbarkeit in einen Dialog zu treten, von euren Organisationen her? Also ich denke, da sind wir zu klein für. Wir haben Kontakt zu dem Deiseroth, der Richter am Bundesverwaltungsgericht ist und in der Branche auch bei der Bundeswehr an dem Disziplinargericht damals zuständig war. Aber die machen ja auch immer wieder Fortbildungen auf Länderebene meistens, dass man da mal in so eine Fortbildungsveranstaltung bei denen mit reinkommt. Das ist eine gute Anregung, können wir gerne mal versuchen. Aber ich denke, letztlich geht es ja auch darum, Klarheit zu schaffen und von diesen unbestimmten Rechtsbegriffen wegzukommen. Was mir halt wichtig ist, ist, dass man sagt, man verschafft dem Petitionsrecht Geltung und es gibt generell die Möglichkeit eines freien Wahlrechts intern oder gegenüber einer staatlichen Stelle. Ja, gut. Und dann wäre halt schon mal ein großes Maß an Sicherheit erreicht. Ja gut, die Rechtsetzung durch den Bundestag ist ja im Moment wahrscheinlich nicht so ganz die erfolgsversprechende Variante bei den bis jetzigen politischen Verhältnissen, sodass man ja auch mal fragen könnte, ob man nicht die sozusagen zur Rechtsetzung durch die Gerichtsbarkeit kommt, nicht? Gut, das ist eine gute Anregung, greife ich gerne auf. Und das Zweite ist, was mir aufkommt. Ein Satz dazu noch. Wir versuchen es ja auch, oder die Brite Heinig versucht es ja auch über den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Das wäre ja auch nochmal dieser Strang Gerichtsbarkeit. Und meine zweite Frage ist, ich habe festgestellt, ich bin aus Nordrhein-Westfalen, da ist der Landesdatenschutzbeauftragte gleichzeitig der Beauftragte für das Informationsfreiheitsgesetz. Macht man da nicht den Bock zum Gärtner? Das ist in den meisten Ländern so, soweit ich das weiß. Ein Datenschutzbeauftragter hat ja sozusagen von Berufswegen ein Interesse daran, dass Daten, wenn sie überhaupt erhoben werden, möglichst wenig Leuten bekannt sind. Nämlich nur allen die mit diesen Daten notwendigerweise umgehen müssen. Und das Informationsfreiheitsgesetz hat ja eine ganz andere Zielrichtung. Es gibt da sicherlich einen Grundkonflikt, ja. Also das haben wir damals extra so gemacht, um exakt diesen Grundkonflikt nicht zu endlosen Verfahren zu führen, dass der für den Datenschutz zuständig ist, gleichzeitig auch der ist, der für die Informationsfreiheit zuständig ist. Halte ich übrigens auch für gute Konstruktion, können wir aber separat diskutieren. Meine Frage ging aber exakt nochmals in die juristische Ecke, weil wir auch bei FIF eine Diskussion hatte über die juristische Absicherung von Whistleblowern. Übrigens geht es hier nicht über Richterrecht. Das Arbeitsrecht beispielsweise sagt ganz klar, wenn ein Vertrauensverhältnis gestört ist zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, dann ist eine Kündigung zulässig. Das heißt also, das kann ein Gericht, auch ein Bundesarbeitsgericht, nicht umschiffen. Hier bräuchten wir im Grunde genommen wirklich andere gesetzliche Absicherungen. Ich wäre für gesetzliche Absicherungen von Whistleblowern, egal wie jetzt politische Mehrheiten sind. Allein die gesellschaftliche Debatte darüber fände ich gut. Aber du sagst, ihr hättet euch noch nicht so richtig mit beschäftigt. Ich fände es aber gut, wenn man diese Diskussion jetzt über Fragestellungen hinaus ein Stück weit weiterentwickeln könnte. Ich will eigentlich einen gesetzlichen Schutz für Whistleblower.
auch über das Arbeitsrecht hinaus. Und ich finde dies eine wirklich gute Diskussion, auch ein Signal, was hier von diesem Kongress ausgehen könnte. Ja. Wir haben uns da nicht mit beschäftigt, bezog sich nicht auf die Gesetzgebung, sondern bezog sich auf die Frage, Richter direkt ansprechen. Wir haben ja nicht in der Tasche, aber wir haben Ansätze für einen Gesetzesentwurf. Wir haben bei dem TI-Papier International Best Practice Standards für Whistleblowing Legislation mitgearbeitet, das 27 Punkte enthält. Also da sind durchaus Sachen im Gange und ich denke gerade die Situation, die wir jetzt haben, ist sehr gut geeignet dafür. Weil aus meiner Sicht kommt es darauf an, die jetzigen Oppositionsparteien vor der nächsten Bundestagswahl ins Boot zu nehmen und dazu zu verpflichten, das in ihr Programm aufzunehmen, einen gesetzlichen Whistleblower-Schutz einzurichten. Denn eine Regierungspartei wird es nie so vernünftig machen, wenn man sie nicht vorher darauf festgenagelt hat. Ja. Vielen Dank für deinen Vortrag, dass du noch so kurzfristig mit einspringen konntest. Leider ist die Zeit um. Es ist eigentlich ein sehr spannendes Thema, aber wir überziehen leider schon. Ja, vielen Dank.